Flo im Ohr. Flo im Ohr, yeah. Flo im Ohr. Flo im Ohr, yeah. Ein flohstarkes Hallo. Heute möchte ich euch meine Klanggeschichte Zwerg und Riese vorstellen. Hier geht es um nah und fern und um klein und um groß. Und diese Geschichte, die ist aus meinem ersten Sammelheft Klanggeschichten und Klatschreime für jede Gelegenheit. Und ihr findet die auf Seite 42. Und ja, ich mag sie sehr. Es ist mal nicht so eine, die, wo sie sich sehr reimt, sondern sie wird schon ein bisschen erzählerischer gesprochen. Und ja, ihr kennt das vielleicht. Vielleicht habt ihr das ja oder wollt ihr das auch mal mit den Kindern thematisieren. Alles, was sich in der Ferne befindet, ist viel kleiner, als wenn man dann halt dorthin geht und dann plötzlich dann vor dem großen Kirchturm steht. Und dann ist es plötzlich riesig. Aber wenn man halt aus der Ferne etwas betrachtet, ist es immer ganz klein. Und das ist ja schon spannend, ne? Und genau das habe ich halt jetzt in dieser Klanggeschichte thematisiert, Zwerg und Riese. Und ja, ich setze das halt mit laut und leise dann auch um, musikalisch. Ja, und für diese Geschichte, da braucht ihr eine Trommel. Geht auch eine kleine Trommel, ist auch okay. Ein Glockenspiel, eine Triangel, eine Holzblocktrommel, Klanghölzer, eine Rassel und ein Xylophon. Ich mache das noch mal ein bisschen näher. So. Genau. Ich glaube, nichts vergessen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich fange jetzt mal an mit dem Xylophon, weil das Xylophon stellt nämlich den kleinen Zwerg Tipsy dar. So habe ich ihn getauft. Also, der kleine Zwerg Tipsy wohnt im schönen Wald. Dort zwitschert es überall. Der Specht, der klopft am Baum. Das Häschen hoppelt fröhlich um den Stamm. Tipsy liebt es, hier zu sein. Heute klettert er mal ganz nach oben in die Baumkrone. Er möchte Ausschau halten. Er sieht in der Ferne den großen Berg. Und was sehen dort seine kleinen Augen? Ist da etwa noch ein Zwerg? Er ruft, hey, kleiner Freund, ich bin hier. Komm rüber, dann können wir gemeinsam was spielen. Da kommt er schon, der andere Zwerg. Doch was ist das? Er bewegt sich und wird immer größer, desto näher er kommt. Die Erde bebt, die Blätter rascheln. Tipsy traut seinen Augen kaum. Das ist kein Zwerg, sondern ein Riese. Jetzt hat er schon fast Angst. Bumm, 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 bumm. Der Riese wird immer größer, bis er vor Tipsys Baum steht und sich beide in die Augen schauen. Man hört nur noch Tipsys Herzschlag. Poch, 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 poch. Ich heiße Dante, du hast mich gerufen? Er lächelt freundlich mit seiner Knubbelnase. Ich bin Tipsy. Doch wie kann das sein? Du warst doch eben noch so klein. Dante lacht. Das liegt an der Ferne. Da ist jeder ein Zwerg. Magst du mal mitkommen auf meinen Berg? Tipsy überlegt nicht lang. Klar, lass uns den Berg erklimmen. Er klettert auf Dantes Kopf. Und los geht's. Bumm,
Fuß durch den Wald. Am Berg angekommen, staunt Tipsy nicht schlecht. Mein Baum ist ja ganz klein von hier. Ja klar, meint Dante. Wir sind ja auch nun weit weg von dort. Nach einem Rundgang um den Berg bringt Dante Tipsy wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal, ruft Tipsy Dante nach, als er wieder verschwindet und wird zum Zwerg. Wenn ihr diese Geschichte mit Kindern umsetzt, würde ich euch empfehlen, vielleicht erstmal nur die Geschichte zu erzählen. Ja, also nicht direkt sagt von wegen, so, du benimmst jetzt das Xylophon, du die Trommeln und so weiter. Weil das ist ja schon eine Geschichte so mit diesem nah und fern und groß und klein. Und da kann man ja erstmal eine Gesprächsrunde drüber beginnen. Und dann zusammen überlegen, wie könnte man das jetzt musikalisch gestalten, wenn etwas größer wird. Und Tipsy hat natürlich auch, wie fühlt sich der Tipsy, wenn er plötzlich vorm Riese steht? Na, dann hat man ja erstmal ein bisschen Angst. Die Triangel, die habe ich deswegen gewählt, weil sie einfach dann diese Freundlichkeit von Dante zeigen soll. Das Strahlen nach dem Motto, hey, du brauchst gar keine Angst haben, ich bin zwar riesengroß, aber auch ich habe ein fröhliches Gemüt. Ja, und danach würde ich dann quasi dann gemeinsam die Instrumente auf die Kinder verteilen und dann mal versuchen, die Geschichte umzusetzen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und sag bis zum nächsten Mal. Aber nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Manchmal auch bei Tipsy im Wald. Tschüss! Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark. Und besuche unbedingt unseren Flohshop unter flohimohr.tv. Dort findest du all unsere Materialien und Downloads. Entdecke auch unsere vielfältigen Webinar- und Seminarangebote. Wir freuen uns auf dich.